Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich muss mich auch direkt mal entschuldigen. Ne? In den letzten beiden Parts habe ich das mit dem Sound verkackt. Sollte jetzt wieder passen, Freunde. Ich entschuldige dies. Wir sind ja hier wieder hochgegangen. Wir waren im Tempel der Zeit. Wir haben jetzt hier die neue Fähigkeit. Mit der können wir hier diese Zahnräder umdrehen. Muss man halt mal schauen. Ah ja, warte mal. Wir haben ja nicht. Was sind das eigentlich? Ach, das ist die Karte. Deckensprung, Zeitumkehr, Amiibo. Wir haben ja schon jetzt richtig viel Karte. Wie sieht das aus? Also. Aber kann ich nicht einfach Y drücken? Minus drücken? Ja, kann ich auch. Weiß ich jetzt nicht, warum wir dann das hier auswählen sollten. Wir müssen da hoch. Mit dem Deckensprung kommen wir ja da hoch. Ne? Also. Kann man nicht nur eine neue Fähigkeit erhalten, sondern mehrere. So. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen premature. Ich hätte noch warten sollen, ich habe zu lange gebraucht. Aber wir kriegen das hin. Ne? Wir kriegen das hin, Freunde. Nochmal hier hoch. So. Bevor wir hier aber auch, ne? Sonst. Ja, wir werden uns schon nochmal zeitnah hier umschauen, denke ich. So. Dreh dich ein bisschen, wir müssen es jetzt nicht drauf anlegen. So. Okay, passt, passt. Wir haben es geschafft. Jetzt kommen wir hier hinten rein. Ja, war ja klar, dass hier was ist, ne? Aber dass hier direkt so was Wichtiges ist, das hätte ich nicht gedacht. Bin mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Ich war gerade schon ganz, ganz irritiert, weil ja, alles so dunkel war, ne? Hier ist direkt der Schrein. Und hier ist auch ein neuer Ausgang. Und hier ist auch ein China-Konstrukt. Dies ist die Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir so eine Energiekristalle. Zusatzbatterie. Mit einer Zusatzbatterie lässt sich die Gesamtkapazität der Batterie erhöhen. Eine verbesserte Batteriekapazität ermöglicht es dir, Sona-Bauteil länger zu nutzen. Falls du Sona-Energiekristalle hast, kann ich dir eine Zusatzbatterie anfertigen. Soll ich mit der Produktion beginnen oder wünschst du noch eine Erklärung zu Sona-Energiekristallen? Ja, hau mal raus. Genau, für die Herstellung von Zusatzbatterien werden Sona-Energiekristalle benötigt. Diese kann man aus Sonanium gewinnen. Der Abbau von Sonanium ist selbst in der Minenhöhle dieser Insel möglich. Doch die Vorräte sind nahezu erschöpft, vermutlich reichen sie nicht für den Bau einer einzigen Zusatzbatterie. Als du mehr willst, musst du in fernen Tiefen des Landes suchen, wo Sonanium einst auch abgebaut wurde. Meine Erklärungen sind abgeschlossen. Ja, wenn wir das machen können. 100! Ja, dann, Nahtlauscher, vermutlich reden sie nicht. Ja, ja. Als du mehr willst, musst du in fernen Tiefen. Okay, ich verstehe. Wenn wir also wieder runter nach Hyrule kommen, müssen wir danach suchen. Das heißt, also, hier ist ja ein wichtiger Ort, aber wir können uns ja wahrscheinlich auch zu den Schreien teleportieren. Das heißt, wir können hier mal wieder hin. Bin ich ja doch neugierig. Ach, hier sind wieder Gleiter. Gleiter. Wo würde man denn hier? Wahrscheinlich ist dann hier auch der Zeitpunkt, nachdem wir den Schrein gemacht haben, dass wir die Insel verlassen, also dass wir hier diese Wolkeninsel verlassen sollen. Wir haben hier richtig viel cooles Zeug. Wir haben hier den Bau, den Berg, der mit dunkler Melis beeinträchtigt, also so aussieht, als ob er davon beeinträchtigt wäre. Wir haben richtig viel zu erkunden. Ich habe jetzt selbst überhaupt keine Ahnung. Ich freue mich schon. Wirklich sehr spannend, aber wir können ja auch hochgehen, ne? Das sollten wir vielleicht mal machen. Aber dann sollten wir auch keine Zeit verlieren, ne? Ich erkunde wieder zu viel. Dann sollten wir schon in den Schrein rein. Komme ich dann auch schon, wir kriegen dann wahrscheinlich unser viertes Herz. Das heißt, wir halten noch mal ein bisschen was aus und krepieren nicht immer sofort. Das kann ja auch nur. Können wir ja auch nur gut finden. Ah ja. Let's go. Ah, ich war zu langsam. Der Sonnenuntergang, der ist auch so eine schwebende Kugel. Also hier geht's richtig ab. So. Aber hier oben muss doch was sein. Erzähl mir doch nichts. Da liegt ein Krog oder sowas sein. Irgendwas muss hier sein. Erzähl mir nichts. Eine Schatzkiste. Ja, ich meine, immerhin das. Wir haben hier so einen großen Baum, das garantiert ein Krog dann.
So, was haben wir hier? Ein Gleiter. Ja, ich mal mitnehmen, ne? Mitnehmen. Ah, einer unserer Freunde. Meine Fresse, wer mich wieder umrempeln wollte. Kommst ja nicht so weit. So. Einmal wild für uns. Ah, da war ein Käfer. Okay, wir müssen auch aufpassen, ne? Wir müssen auch die Käfer mitnehmen. So. Fledermäuse. Oder Flederbeise heißen sie ja, ne? So. Damit sind ja die einzigen Monster mit den Schleim, ne? Wir haben ja noch. Also hier oben sind keine Moblins oder Bockblins oder wie sie heißen, ne? Das ist auch interessant. Wir haben also keinen Ganons Einfluss. Reicht also. Ja gut, da runter gehe ich jetzt nicht. Reicht also nicht bis hier oben. So. Also wir müssen auf jeden Fall dann den Baumstumpf. Den Apfel, da brauchen wir jetzt nicht. Und viel mehr wird es ja auch nicht geben, ne? Schätze ich mal. Hier ist der Berg. Was haben wir noch? Sowas, ne? Boah, das muss auch anstrengend sein, sich da hochzukämpfen. Wir können ja da überall auch hin. Wir können da überall hin. Ich hätte eh für dieses Spiel brauchen. Na, hier sind Schleime. So, aber ich bin irgendwie auch. Ich finde es ganz cool, dass ich es festhalte, ne? Deswegen, ich spiele jetzt nicht unbedingt so viel anders, als wenn ich es ja selber spielen würde, ne? Ich würde normalerweise hier auch so rumdümpeln. Vielleicht sogar noch länger. Ja, noch länger wahrscheinlich nicht, aber. Ich will quasi ein Archiv meines Playthroughs. Und ihr dürft wieder so anmaßen. Ihr könnt natürlich gerne dabei sein, ne? Das heißt, ihr dürft, ne? Ihr sollt euch geehrt fühlen. Dass ihr hier das beste Let's Play, ne? Ganz klar, hier schauen dürft, ja. Eigentlich sollte das immense Geld zum kosten, aber ich gebe es euch for free. Bin ich nicht ein netter Mensch? Ne, so ein dummes Gelaber brauchen wir nicht, ne? So, Freundchen, komm her. Gut, dann klettern wir mal oben rein und dann machen wir den Schrein. Hupala. Na, komm. Ich habe mich aber auch ganz schön geärgert die letzten beiden Parts, als ich die geschnitten habe, wo mir dann aufgefallen ist, dass das mit den Sound nicht passt. Das war einfach. Oh, du hast mich gefunden. 15. Wir könnten wahrscheinlich safe noch 16 haben. Ich habe beim Schneiden, ist mir aufgefallen, wir haben nochmal so einen großen Baum übersehen. Und zwar hier in der Gegend war nochmal so ein großer Baum. Also hier, bevor wir diesen Weg hier haben. Wir können uns dahin teleportieren. Also wir können das dann notfalls nochmal uns anschauen. Dann hätten wir wahrscheinlich 16 Crocs. Also, ah, wir können hier diese Batterie, wird sogar auch markiert. Hier Alchemie-Konstrukt. Ich erinnere mich nicht mehr, was da war. Ah, doch. Warte mal. Genau, hier hat man das überquert. Okay, das ist hier oben, wo wir dann. Ja, okay, jetzt weiß ich wieder, wo wir. Ja, ich weiß wieder. Doch, doch, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich habe auch im letzten Part, habe ich schon mal beim Schneiden das mal aufgefallen, habe ich ein bisschen blöd auf die Karte geguckt. Ich merke dann immer, wenn ich die Videos nochmal dann halt schneide. Ich muss ja nicht so viel schneiden. Ich muss nochmal, wenn ich irgendwie niese oder wenn jemand hier reinkommt und mich stört, dann schneide ich das raus. Oder wenn ich noch ein paar Sachen einfüge. Ne, ich erinnere euch ja jeden Part, dass ihr auch gerne liken könnt und gerne abonnieren könnt und so. Ne? Das baue ich immer ein und sowas. Fällt mir dann eben auch, weil ich guck's dann nochmal richtig. Ne? Eigentlich ist nicht so mega zeiteffizient, aber ich guck's dann nochmal richtig und dann fällt mir auch immer. Dann fallen mir immer nochmal so ein paar Fehler ein und so, die ich gemacht habe. Wenn ich irgendwas nicht richtig gesehen habe. Also, kennt ihr dieses Backseat Gaming, ne? Das habe ich dann auch selbst, wenn ich es mir nochmal angucke. Wenn ich mich hier beim Spielen blöd angucke und nicht alles auf dem Schirm habe. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es schon okay, würde ich sagen. Okay, wir gehen schnell wieder rein. Das war ja hier in die Richtung, meine ich, ne? Okay, so. Raum des Erwachens.
Gut. Bin sehr gespannt. Wahrscheinlich müssen wir hier drin die Zeitumkehr anwenden. Oder halten wir gar eine weitere neue Fähigkeit des Arms? Der Natyu-Yaha-Schrein. Interessant. Ich bin gespannt. Aber jetzt ist alles blind für mich. Ich habe keine Ahnung mehr. So. Umkehr. Ja, also davon, ja. Ich sehe schon. Wir müssen das Floß umkehren, dass es zurückschwimmt. Das war hier natürlich zu langsam. Aber dieses hier können wir uns schnappen. Ja, nee, kommen wir erst noch ein bisschen näher. So. Also das ist eine sehr mächtige Fähigkeit, ne? Bin auch mal vorsichtig, weil ich will ja alle Truhen haben. In Breath of the Wild konnte man sehen, da war hier so ein Abzeichen, dass man alle Truhen hatte. Hier habe ich dieses Abzeichen. Habe ich das bei allen Schreinen? Da habe ich es auch. Da habe ich es auch. Okay, bisher habe ich alle Truhen geholt. Das habe ich ja auch schon im dritten Part oder was, aber nachher mal angesprochen oder so. Also, das muss noch hier runterfallen erst. Und hab halt, ja, ne, hab's nicht gemacht bisher. Aber jetzt haben wir das auch abgeklärt. Ach, Spaß. Bin runtergefallen. Ja, das ist interessant, ne, wie es dann hier noch plumpst. Ups, ich hab's aus Versehen abgebrochen. Das wird holprig, oder? Aber auch spannend, guckt sich das mal einer an. Richtig cool eigentlich. Ja. Also wir können es beenden. Hinter diesem Wasserfall soll ich Auge machen. Hier hinten dran ist doch nichts, oder? Das hat mich erschlagen einfach. Er sieht nicht so aus. Nicht, dass ich hier die Truhen verpasse, ne? Das wäre ganz schön Schaden zugefügt, ne? Aber hallo hier. Da ist mir doch hier mal was. Also hoffen wir mal, dass ich mich, dass da halt nichts ist, ne? Hoffen wir mal, dass da nichts ist. So. Es gibt zwei Richtungen. Das sieht mir nach Ausgang aus. Und das ist dann optional für die Truhe. Ja, das ist aber auch einfach, ne? Wir müssen uns nur hier draufstellen und dann trägt er uns hier hoch. Hoffentlich war es die einzige Truhe, ne? Ja, also die Fähigkeit haben wir jetzt auf jeden Fall drauf. Dann sind es eh nur Holzpfeile. Naja, gut. Kannst du gleich wieder runtertragen. Hier, dieses Zahnrad auch, ne? Das ist. Also die Einkerbungen, die sind entweder per Textur oder per Sculpt gemacht. Aber das eigentliche Zahnrad, da ist noch ein ganz einfacher Bevel drauf, ne? Das ist richtig. Also, ne, wenn ihr die 3D-Sprache kennt, das ist eigentlich nicht aufwendig zu machen, ne? Es gibt hier nochmal ein bisschen Kerbungen, aber es könnte auch viel per Heatmap, ne, gemacht sein. Sieht auch, vielleicht ist sogar der Bevel. Kann man Bevel per Heatmap machen? Das weiß ich gar nicht. Da bin ich soweit, bin ich noch nicht, ne? So, wie sieht's hier aus? Inwieweit. Aber wir müssen eine bestimmte Uhrzeit erreichen, oder was? Müssen wir einfach nur warten, oder wie sieht's aus? Ah, okay, ich verstehe. Ja, eigentlich nicht, noch nicht so, ne? Muss einfach schnell durch. Okay, es muss irgendwie dann stehen bleiben. Ja, aber es hält ja nicht an. Ach so, wir müssen dann müssen wir schnell.
Ja, es war noch. Jetzt. Jetzt sind wir aber schon wieder zu spät. Okay, ich verstehe. Bisschen clunky. Ja, lass uns kurz warten. Nur noch nicht. Jetzt. Jetzt ist es genau, jetzt passt's. Okay. Ja, ne? Ich denke mal, hier hinten ist wieder nichts. Können wir uns ruhig wieder einsperren. Urbesucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Wir freuen uns. Immer noch ein bisschen dunkle Malice drin. Oder Miasma sagt man auf Deutsch, ne? Ich sag lieber Miasma. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Ich will dich auch nicht stören, aber wir haben immer noch nur 3 Herzen. Achso, Moment, die Statue der Göttin schenkt uns das mit diesen 4 Segen, die wir gesammelt haben, ne? Da so funktioniert das, genau. Das heißt, da wird noch alles passen. Ja, wir haben jetzt 4 Stück davon. Okay. Jetzt soll ich wieder in die Zitadelle, ne? So, haben wir hier... Haben wir denn... alle Schatzkisten da drin? Ja, okay, da bin ich zufrieden. Und wir können mal gucken, wo wir hier mit diesen Gleitern hinkommen. Dann, ja, können wir die eigentlich auch ruhig mal nutzen. Vielleicht können wir auf irgendeiner dieser abgelegenen Inseln landen. So, ja, geh ruhig in die Mitte, geh ruhig in die Mitte. Okay. Da zum Beispiel. Wie lande ich denn da drauf? Wie kann ich denn das Ding steuern? Ich kann das doch wahrscheinlich gar nicht steuern, oder? Ah, doch. Boah. Okay, das ist soweit in Ordnung. Ich sehe ja schon, wir müssen... Das ist ein bisschen subtil, ne? Da kann es sein, dass man nicht unbedingt sofort drauf kommt. Hier ist nämlich auch ein Krog. Und zwar müssen wir hier... Das hätten wir auch im Sturz schaffen können. Hier reinspringen, denke ich. Ja. Oh, du hast mich gefunden. 16. Okay, so weit, so gut. Also man kann hier doch garantiert irgendwie 20 Crocs finden, oder? Das müsste überhaupt nicht das Problem sein. Gucken wir uns hier erstmal um. Wir natürlich auch... Also ich habe jetzt auch gelernt, dass wir das Ding steuern können, ne? Das ist eine wichtige Information. Aber... Jetzt sind wir natürlich wieder drunten. Aber wir können uns immer wieder hoch zu diesem Schrein teleportieren. Wir können ja jederzeit wieder fliegen. Das ist dann wieder ganz schön praktisch. Haben wir noch mehr dieser Inseln, die wir bloß im Flug erreichen können? Ja, mehr ist ja auch nicht, ne? Mehr scheint es hier nicht zu geben. Wenn wir jetzt hier runterspringen... Ja, sieht ein bisschen gefährlich aus. Wir könnten hier wahrscheinlich... direkt unter uns soll ein See sein. Das ist der, wo wir ursprünglich gelandet sind. Habe ich mich hier hinten eigentlich umgeguckt? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Warum eigentlich nicht? Hier ist doch garantiert auch noch ein Krog oder sowas. Ja, machen wir das noch. Also wir gehen nur noch in die Zitadelle, ne? Keine Angst. Ich würde dann noch mal den anderen Krog holen, den ich verpasst habe. Also ziemlich sicher ist da einer, ne? Ich weiß nicht hundertprozentig, aber... Bin mir doch sicher.
Hätte man auch eine Route bekommen können. Also da hinten kann man ja wohl hochklettern, oder? Also das muss ja gehen. Hier, da können wir uns vielleicht zwischendurch noch abstellen. Und dann dürften wir auch allmählich runter in die tiefere Welt gelangen, nach Hyrule. Ich weiß nicht, ne? Also das ist jetzt hier der 11. Part. Wir werden in diesem Part nicht mehr runterkommen, denke ich. Selbst wenn ich dann im 12. Part runterkomme, dann ist das trotzdem ja ziemlich spät, oder? Also man ist schon ziemlich hier lange oben. Also wir waren, also hätte ich jetzt ein Let's Play gemacht für Breath of the Wild und ich hätte mich genauso umgeguckt am Plateau, hätten wir sicherlich nicht 12 Parts gebraucht. Also das hier ist schon deutlich umfangreicher. Das Spiel wird einfach nochmal ein wesentliches größer sein als Breath of the Wild, oder? So, ich bin jetzt halt nicht hier wegen den Pilzen hier, ne? Ich hoffe, wir können... Also ich meine, hier oben ist vielleicht ein Ei, ne? Nicht einmal. Irgendwas muss es doch hier geben, oder? Das könnte doch nicht durchziehen. Das ist hier einfach... Was ist denn da eigentlich? Da ist auch ein Krog. War ich hier schon mal? Schon, oder? Aber nee, nicht auf dieser Seite der Insel. Kann man da runterspringen? Überlebe ich das? Überlebe ich doch nicht. Kann man sich da vielleicht eine Brücke bauen? Nein, oder? Weil hier müssen wir den Stein und den Baum legen. Dann erscheint natürlich auch ein Krog. Wie würde man denn da hingelangen? Ich könnte einen Gleiter hier droppen und dann könnte ich da runterfliegen. Das ginge natürlich. Weiß ich nicht, ne? Probieren wir es mal. Oder will ich mich erst hier noch weiter umschauen? Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier komplett drum rumlaufe und hier ist einfach gar nichts, ne? Das ist ja so ein bisschen meine Befürchtung. Naja, hier, da waren wir ja auch. Da waren wir auch. Naja, jetzt sind wir hier, jetzt können wir genauso gut nochmal hier außen rumlaufen. So toll, hier ist ein Pilz, ne? Das, andersrum ist wahrscheinlich klüger, nicht, dass ich nicht mehr hochkomme. An solche Erkundungen muss es auch geben, ne? Sonst finden wir nicht alles. Bin mal gespannt, also ihr dürft mir gerne Feedback geben. Wie ihr die Sachen seht. Naja, da war der erste große Baumstumpf, wo wir rein sind, wo wir den Krog hatten. Wo ich dann gelernt habe, dass sie das auch sein können. So. Denn wir holen sowieso die 100%, das heißt, wir müssen die Krog sowieso sammeln, alle. Sich dann also ein bisschen umzugucken, das ist ja... Ja, muss ja dann, ne? Ja, führt ja nichts dran vorbei. So, hier. Wir haben hier auch so große Bäume. Da müssen wir dann wieder hin. Das ist das, was ich gemeint habe. Hier wäre auch so eine große Insel, ne, wo man nur mit dem Gleiter wahrscheinlich hinkommt. Sonst lass mich aber nicht in den Stich. Hier muss doch jetzt irgendwo was sein, oder? Das kann doch nicht sein. Hier muss es doch was geben. Komm. Hier ist einfach nichts, ne? Nada. Nada ist hier. Das ist traurig. Okay, lass uns schnell umkehren und probieren, dann mit dem Gleiter drauf zu kommen. Ich hoffe, wir schaffen es, weil ansonsten haben wir Zeit verschwendet und einen Gleiter. Wobei wir ja genug von denen haben müssten. Ne? Also. Aber einige im Inventar. So. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn wir unten auf Hyrule sind. Ich freue mich. Ich bin so gespannt. So hier irgendwie, ne? Ah, ja, doch ein Stück. So. Ich denke mal hier. Wo haben wir sie hier? Wir haben ja 16. Ja, das funktioniert ja wieder mal überhaupt nicht. Ich glaube auch, ich kann die nicht mal mit aufnehmen, ne? Jetzt haben wir es verbockt.
Jetzt haben wir es offiziell verbockt. Ich traue mich nicht, ne? Ich glaube, wenn man nicht so eine Spur hat, dann sollte man die vielleicht auch gar nicht einsetzen, oder? Red ich doch. Traue mich nicht. Wie will man denn sonst da hinkommen? Ist das ein Flop? Wo landet er? Landet er überhaupt irgendwo? Ist ja auch egal, ne? Wir können uns ja mal... Geht das? Geht nicht, ne? Ach komm, Mann, was für eine Gemeinheit. Da müssen wir ja auch wieder hinlaufen, ey. Boah. Boah, okay. Das ist ja alles ein bisschen ärgerlich hier. Wir fliegen noch einmal. Wir fliegen noch einmal. Gucken. Ne, wenn dann müssen wir ja auch bis zur Zitadelle laufen, das will ich auch nicht. Gucken wir mal. Ja, das ist wirklich der beste Einsatz von denen, so. Können wir mal probieren, da unten auf der Insel zu landen. Boah. Ich will schon eigentlich eher in die Richtung, Freund. Boah, was runtergefallen. Soll ich abspringen? Schaffe ich das da ins Wasser? Ich schaff's gar nicht, oder? Ich sterbe. Ja. Ja, das wird noch lustig, ne? Das wird lustig. Das liegt mir ja nicht so gut. Spiel beenden, ne? Jetzt hören wir auf. Gar keinen Bock mehr. Diese ganzen scheiß Inseln da mit den, ach, mit dem Gleiter. Boah. Meine Gleiter ist cool, aber mir gefällt nicht. Ich habe noch nicht die Kontrolle raus. Ich habe noch nicht die Kontrolle raus. Vielleicht sollen wir ihn ja gleich schon so dann drauf gehen. Vielleicht wird es dann ja besser. So. Wäre dann sowieso gerade. Hier, mach mal Sturzflug. Und ein bisschen nach links. So. Das ist zu weit. Ja genau, pegel dich mal hier ein. Könnte funktionieren. Bisschen zu doll. Er ist einfach wieder beschissen. Der geht dran vorbei. Schau wieder schon wieder nicht. Ist das schlecht, Mann. Ist das schlecht. Jetzt lande ich hier im Wasser und darf wieder ewig. Ja, wobei, so schlecht ist das jetzt auch nicht. So schlecht ist es jetzt auch nicht. Wollte er eh hier wegen dem Baum, ne? Naja, ach, ein. Aber ein Kampf. Boah, komme ich überhaupt hier wieder weg? Schon. Ja, das hier geht ja auch, ne? Obwohl man das. Er muss ein bisschen. Bisschen näher. Ach Gott. Ja, ich genervt schon hier. Okay, wir werden hier in den Baum. Das gucken wir uns an und dann geht's zur Zitadelle. Du jagst wieder. Ist überhaupt irgendwelche Beute? Nö. Rauhrotschild immer noch hier. Gut. Da hinten ist ein großer. Es gab ja sogar zwei, ne? Vielleicht haben wir Glück und es gibt gleich zwei.
Ja, es sind zwei. Kann ja dann auch bei beiden was sein, aber bei einem Bein muss was sein. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. So. Okay, hier sind Eier, dann muss beim anderen Krog sein. Wenn da jetzt auch noch Eier sind, dann bin ich auch beleidigt. So. Was haben wir hier? Auch nur Eier? Das ist einfach Verarsche. Ist einfach Verarsche. Ich gucke mich hier extra um. Und dann kriege ich nur Eier. Ja gut, das wird's gewesen sein. Ne? Jetzt können wir auch. Können wir auch hierhin zurück teleportieren zu dem Schrein. Das ist ganz schön anstrengend, Freunde, ne? Unfassbar. Das ist anstrengend. Wir haben so viele Inseln. Wir haben die eine ganz oben rechts. Mindestens haben die in der Mitte noch. Wahrscheinlich sogar die hier. Wo wir immer nicht landen drauf können. Auf dem Kleeblatt gelandet. Ja, nice. Hoch mit dir. Die Kriegerkonstrukte, die respawnen aber auch nicht, ne? Das ist interessant. Das heißt, wenn wir die einmal besiegt haben, dann sind die weg. Nicht, dass ich was dagegen hätte, ne? Aber die Pfeile hier. Das ist doch auch nett. Nehmen wir doch dankend mit. So, wir gehen auf jeden Fall noch in die Zitadelle, also in den Tempel, das kann nicht sein. Können wir anders nicht bringen. Vielleicht da oben auch? So weit da oben? Weiß ich nicht, ne? Das ist auch so eine abgelegene Insel. Ich habe das Gefühl, wir werden hier eh nochmal häufiger herkommen. Von dem her, wenn wir jetzt hier nicht gleich alles haben, werden sie überleben, ne? Wir werden es auch einfach überleben. Wichtig ist erstmal die vier Herzen jetzt. Und dass wir rein können. Tempel der Zeit. So. So eine übermächtige Fähigkeit einfach. So, machen sie hin, wir haben keine Zeit. So. Statue der Göttin, gib uns deinen Segen. Das ist die Herausforderung bestand, uns Segenslichter erhalten. Für vier Segenslichter kann ich dir eine neue Kraft gewähren. Was habt ihr mit den Herzteilen gemacht? Möchtest du einen zusätzlichen Herzcontainer? So sei es. Ja, diesen Herzcontainer haben wir noch. Der ist ja riesig. Hat auch mir erstmal von uns vertrieben. Wir sind nun voll verpestet damit. So, wir haben vier Herzen, die dir das Miasma geraubt hat. Bringe der Welt den Frieden zurück. Das ist der Plan. So, probieren wir es. Jetzt am Ende reichen wir trotzdem nicht. Ganz knapp. Es ist einfach auf offenem Himmel. Du hast es geschafft. Die Pforte steht nun offen. Dein Körper wurde vom Miasma in Mitleidenschaft gezogen. Noch besitzt du nicht deine alten Kräfte. Doch die segensreichen Lichter
die du in den Schreinen erlangen konntest, scheinen die Verderbnis in dir schon ein Stück weit geheilt zu haben. Unsere gemeinsame Zeit war nicht sehr lang, aber es war mir eine Ehre, dir zu begegnen. Zeldas Beschreibung war zutreffend. Bitte kümmere dich um sie. Ich verlasse mich auf dich. Aber die Ansprüche vom König in Breath of the Wild aber cooler, ne? Aber der Geist muss natürlich, der muss natürlich jetzt verschwinden. Ja. So, was wird das denn hier, wenn es fertig ist? Wie soll ich denn jetzt da hinkommen? Was ist überhaupt? Achso, ich sehe schon. Wir bauen uns einfach dadurch. So. Ja, aber dann müssen wir ja doch wieder so richtig viele Schreine machen. Ne? Das, ich dachte, wir haben jetzt hier wieder Dungeons. Was ist hier los, ne? Nicht, dass hier unten das nochmal umgucken. Nicht, dass hier irgendwas versteckt ist. So. Was ist das hier für ein heiliges Licht, das hier so leuchtet? Einfach auf offenem Himmel. Link, bitte finde mich. Auf nach Hyrule, wir sollen einfach runterspringen, hä? Huh? Crazy, ja, hat uns einfach das Schwert gemobst. Ist diese Zeitfähigkeit wurde angewandt. Heißt das, wir haben es Zelda in die Vergangenheit geschickt, oder was?
Aber ich würde sagen, im nächsten Part geht's dann runter. Wir haben hier Schloss Hyrule komplett wieder von Miasma umhüllt. Ja, im nächsten Part geht's runter, Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal rein. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns.